erstes Level, Intro-Level geschafft. Oh, wir haben... Intro-Level. Oh, ich hab Ingame-Music. Ich weiß, die hörst du jetzt nicht, aber... Ja, brauche ich nicht, ich kenne sie. Die typische Super Mario World Music. Gut. Wie ja, schon gesagt, noch nicht geändert. Ja, passt. Gut. Level 1. Besiegt. Wir setzen Intro alles... Intro besiegt. Intro, egal. Boah, ey, like genau, gucken. Peace, bitches. Ah, Overworld. Ey, sogar Wolken. Okay. Die Röhren werden auch noch ersetzt. Ich meine, erstens, sie sind farbig, hallo? Zweitens sollen das noch Portale werden. Viel Spaß dabei. Okay. Das ist nicht schwer, einfach die Grafik ändern. Okay, P-Switch, das weiß ich schon, weil hier unten ist ein Teil. Soll ich es kurz zeigen, dass da Münzen sind? Ja, hier. Werden gekennzeichnet mit Münzen. So, aber danach wird es schon blind. So, jetzt kurz rein. Da schummelt sich jemand im zweiten P-Switch. Das ist extra so gedacht, denke ich. Ups. Ah, jetzt habe ich Scheiße. Du kannst ja einen dritten P-Switch machen, wenn du mit deinem Produkt reingehst. Ja, aber das ist zu umständlich. Es sei denn, du hast es extra darauf ausgelegt. Das werde ich dir jetzt bestimmt nicht verraten. Du, ich trau dir nicht. Na, hups. Na, das war dumm. Oh, und ich save-state nicht. Was ist denn das? So. Das war heldenhaft. Also, ich gebe dir einen Hinweis. Das Level hat zwei Exits. Das ist glaube ich, auch das einzigste Level mit zwei Exits bis jetzt. Das hast Nein, du es gibt auch, noch eins. Noch eins. Das hast du mir auch, glaube ich, vorhin verplappert. Egal, ich sag's aber nochmal in der Aufnahme. Okay. Damit die Leute das auch nochmal wissen. Damit die wissen, dass du danach suchst. Okay. Ich muss danach suchen? Okay, jetzt muss das... Nein, hat nicht geklappt. So. Na, ich bin zu langsam für den Double Grab. Das hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Mit Geschwindigkeit ist es einfacher. Ah. Die dürfen nicht exakt ineinander liegen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, ich weiß. Wieso benutzt du nicht die größere Plattform links, wenn du sie eh nur mitnehmen willst und Stimmt aktivieren eigentlich. Willst? Hey, ich wette, ich würde die noch irgendwie aktivieren. So. Na? Mach halt kurz ein Safe-State. Hab ich doch. Warte. Und? Na? So, und? Ja, es war so klar, dass das jetzt passiert. Na, warte. So mache ich das. So. Ups. Warte, ich lege den hier. Ach, verdammt. So. Den lege ich so. Und jetzt von der anderen Seite. Nein. Und. Safe. Durchlaufen. Ja, das war so klar. Ups, das war von oben. Und jetzt habe ich sie. Beide. So, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ach verdammt, ich habe ein Problem. Okay. Ach du Scheiße. Deswegen habe ich es gemacht. Siehst du? Und du, Wichs, sagst mir nichts. Was mache ich jetzt? Na komm, ist mir egal. Stopp, ich kann es dir ganz einfach sagen. Leg den einen wieder auf die braunen Blöcke. Tschüss. Oder so. Weißt du was? Und alles, was geht? Na, geht nicht. Meinst du, ich nehme mehrere mit? Nein, das geht so nicht. Dribble Grab oder ja, ich vier Items geht nur mit Trampolin, wenn du von unten in die Items reinspringst. Nee, ich will gar nicht drei mitnehmen, ich möchte zwei mitnehmen und den einen stehen lassen. Ach so. Wieso machst du nicht einfach so, dass du den einen links bei den Münzblöcken, sag ich mal, liegen lässt und die einen aus den Zweiern rausholst und dann einfach links nochmal den Double Grab machst? Oh, weißt, jetzt klappt es auf Anhieb! So, egal, da unten ist eine Plattform. So, ich wette, ich mach das hier alles umsonst. So, und zack, na, hat nicht geklappt. Und, na... zu weit. Das ist immer noch zu weit. Machen wir es so. So, und zack. Na, das war typisch. So. Ah. Okay. Und so, jetzt habe ich's. Und gut, Text, dann sage ich dir jetzt mal, du hast wirklich umsonst gemacht. Das war so klar und das war auch klar.
So. Obwohl, je nachdem du dich anstellst, könntest du sie eventuell noch gebrauchen. Ja, und jetzt kommen wieder diese tollen Sprünge, für die ich dich hasse. Ehrlich gesagt, diesen Sprung hasse ich selber. Dieser Sprung ist so unmenschlich, der muss pixelgenau gehen. Ah, komm. Aber mit einem gewissen IQ-Anteil kann man diesen Sprung umgehen. Ja, soll ich da unten drunter, oder wie? Warte. Nein, nein, das ist extra schon gemacht, dass es nicht geht. IQ-Anteil. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Warte. Und? Safe. Das war zu früh. Das war immer noch zu früh. Das war immer noch zu früh. Nein, das okay, war zu lang. Okay, so wie du es machst, dann lohnen sich diese P-Switch sogar. Verdammt. Ich hab's eigentlich anders gedacht, aber deine Möglichkeit gefällt mir. Die habe ich noch nie gesehen und auch noch nie in Betracht gezogen. Tja. Jetzt muss ich mich aber sputen. Aber ohne Witz, so ist die Stelle richtig einfach. Ja, die nächste. Ich mag diese Stachelviechergesprünge nicht. Aber das hättest du dir alles viel einfacher machen können. Sag mir jetzt nicht, ich hätte... Nein, ich war doch drüben. No. Ich sag's mal so, jetzt hast du schon einen kleinen Nachteil, dass du dir mein Video nicht ganz angeschaut hättest. Sonst hättest du eine ganz einfache Möglichkeit gesehen, wie man dieses Level quasi mehr oder weniger breaken kann. Ja, ich break meine eigene Level. Was dagegen? Ja, habe ich ja nichts dagegen. Ich break Kaizo Mario, aber... komm. Ich als Ersteller sollte eigentlich darauf achten, damit man es nicht breaken kann, aber nein, ich break es selber. Ich denke halt, das ist halt das erste Level, da kann man sowas noch zulassen. Na komm schon. Außerdem, wenn du das erste Level schon breaken musst, dann ist das irgendwie... Hey, du redest von der vorherige Sprung war scheiße, den bin ich gekonnt umgangen. Und? Das ist doch... Ach, ich dachte, du hättest wenigstens Münzblöcke eingefügt. Nein, das sind diese braunen Blöcke. Hättest Münzblöcke draus machen können. Also, by the way, wir sind schon in Teil 2. Ich weiß nicht, in wie vielen Minuten du das cutterst. Ja, es ist über 30 Minuten. Also, wenn maximal wird es 30 Minuten sein, also werde ich das schon mindestens einmal gecuttet haben. Dann herzlich willkommen im zweiten Teil. Habt ihr den ersten nicht gesehen, dann schaut ihn euch an. Schaut ihn euch nicht an. Tolle Eigenwerbung. Man muss schon sagen, ne, ich habe 19 Minuten gebraucht, davon sind mindestens 4 Minuten Geplapper am Anfang und am Ende und ich habe das Intro, das erste Level und das Secret Exit des ersten Levels geschafft. Du bist der Entwickler und hast dich wahrscheinlich durch das erste durchgebreakt. Ich glaube, wenn du das Secret Exit machen willst und dich da nicht durchbreakst, dann bist du ganz schön... Warte. So, jetzt muss das klappen. Ups. Und ich mag diese Pixelsprünge nicht. Ups. Das ist kein Pixelsprung. Was soll es sonst sein? Gut, ich sag mal so, du hast noch einen kleinen Nachteil. Du hast einen P-Switch dabei. Ja, sag mir nicht, ich brauch den nicht. Doch, du brauchst den schon noch. Ich hab, gut, du bist gerade ziemlich metallisch. Wart mal kurz 2 Sekunden und jetzt rede nochmal. Ja, jetzt ist wieder gut. Nur ich weiß ja, wo du was platzieren kannst, wie du was abkürzen kannst und wie viel Zeit dir ungefähr bleibt. Demnach habe ich meinen P-Switch natürlich schon so platziert, damit ich ihn relativ gut aktivieren kann und nicht mitschleppen muss. Jetzt sag mir nicht, ich hätte ihn vorne über die Mauer werfen können. Sag es dir nicht. Ich weiß nicht mal, ob das gehen würde, aber ich sage es dir einfach nicht. Egal, ich... Aber so wie du es machst, ist es auch möglich, das ist auch getestet. Also ich habe auch den offiziellen Weg getestet, der ist möglich. Der ist sogar, wenn du es richtig machst, also in einem Task oder so, ist er sogar noch schneller. Na komm. Das ist doch ein bescheuerter Sprung. So.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich... Warum knall ich gegen den einen? Darf ich etwa nicht hier rennen? So. Also ich meine, nicht so im Mega-Sprint sein. Na, komm. Also wenn dieser Sprung nicht mehr zusagt, kann ich dir die andere Möglichkeit noch verraten. Nee, ich werde es den einfach umgehen können. So, wir setzen das so langsam, bis Mario schon an der Stelle stehen bleibt, um Pixel voranzukommen. So. Pixel Movement. Na, komm, ich habe schon den Safe extra weiter vorne gesetzt. Na, der war gut. Ich darf nicht so hoch springen. Und ich tue es trotzdem. Der Block da oben übrigens, ne, der ist fürs wieder runterkommen gedacht. Ja, ich erwisch den nicht mal. Siehst du? Der ist ja auch nicht dafür gedacht, dass du da von unten dagegen stößt oder so. Noch nicht. Na, noch nicht. Siehst? Oh. Aber wahrscheinlich wird sich jetzt Dennix wahrscheinlich gut amüsieren. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe zwar nicht mehr viel Zeit, aber... Ach verdammt, ich sterb ja. Zack. Jetzt nein. Einen Spin-Jump hoch. Nein, ich wollte eigentlich den P-Switch separat hoch befördern, aber... Du weißt schon, dass der P-Switch auch als Block fungiert. Sprich, er würde dir wahrscheinlich den Weg sein, um weiterzukommen. Wieso? Ich kann den einfach mitnehmen. Ja, das... Das verlangsamt dich um ein paar... Ja! Schlüssel. Safe. So, es ist dann Schlüssel. So, warte. Erstmal Sicherheitssafe. So. Ja, was meinst du? Wie gesagt, das ist nicht nur pures Jump'n'Run, da ist auch Rätsel dabei, ne? Oh, ich soll's wieder beschleunigen. So. Aber Gott sei Dank hast du kein Timelimit. Oh, ja! Warte, nee, das waren meine Blöcke. Hey. Warte, wie hoch komme ich? Das war dumm. Oh, hups. Na, egal, so ist möglich. Warte. Und zack. Na. Zack. So, dich will ich. Ups. Na. Okay. So. Ich habe schon mal eine Idee. Okay, da sterbe ich. Okay. Erstmal ich. Nein. Sind die. Es ist dumm, wenn ich die wegnehme? Ich weiß gerade gar nicht. Das lasse ich dir mal ganz. Ich meine, du hast ja einen separaten Safe State. Das heißt, wenn wirklich nichts mehr geht, kannst du wieder zurückgehen. Ja. Aber ich möchte gerade diese zwei Münzen entfernen. Sag gut. Warum wohl? Ich weiß es nicht. So. Na, das war dumm. Na? Vorne hat's doch noch geklappt. Achso, ich kann's ja so machen. Und zack. Na komm. Heilige. Will jetzt gar. Warum nimmt er den Schlüssel nicht? Meine Güte. Mario kann. Hey. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Sag mir jetzt nicht, das geht nicht. Und jetzt fällt ihm auf, dass er nicht hoch genug springen kann. Nee, ich hab nie... Warte. Die Jump. Ja. Aber das muss... Ja, jetzt... Dafür ist der Key auf einer beschissenen Position. Ah! Ich hab nichts gesagt. Und... Das geht wahrscheinlich gar nicht. Na, cool. Und zack. Und jetzt renn. Ach so. Warte, da muss ich... Okay, bisschen... So, also ich bin schon mal auf dem richtigen Weg, oder? Ja. Gut. Mein Satz würde ich gerne noch ergänzen mit einem zweiten Satz, aber das lasse ich erst noch sagen. Komm einfach gleich wieder drauf zurück, okay? Ich habe Angst. Egal. Ich muss ja nur Battle Kid auch noch let's playen. Da brauche ich hier nicht noch so ein Zeugs.
Du hast dich bei mir gemeldet wegen dem Spiel, ne? Nein, ist nicht wahr! Du hast keine Beweise. Ich hab die Nachrichten noch, ich lösche meine Nachrichten nicht. Auch? Verdammt. Ja, Sicherheit geht vor. Und? Vor allem bei dem Hack. Oh, meine... Was hast du da eingebaut für ein... Das... So, Schlüssel. Ich sag dir einfach mal so, am besten erst mal die Lage checken, bevor du irgendwas machst. Was ist da unten? Ich möchte jetzt wissen, was da unten ist. Nein, da kann ich dich versichern, da unten ist nichts. Ich hab's gesehen. Und... Ups, das war nicht geplant. So. Und... Also wenn zufälligerweise jemand dabei ist, der auch mein Video geguckt hat, der wird wahrscheinlich schon anfangen zu schmunzeln. Ja, du kannst ja auf dieses Video verlinken. Natürlich, auf jeden Fall. Ja, ich werde es dich das auch... Das will ich meinen Leuten nicht vorenthalten. Ich kenne mindestens zwei Leute, die sich das auf jeden Fall angucken wollen. Ich kenne keinen einzigen von meinen, der sich das antun würde. Außer vielleicht Jack Dennis. Doch, ich habe meinem Kumpel im Gotham 100 schon Bescheid gesagt, dass ich hier co-moderieren darf. Und hat er gesagt, das muss ich mir unbedingt anschauen. Ja. So, safe. Na, das war schlecht. So, das war gut. Nein, das war zu hoch. So. Verdammt. Jetzt, wie mache ich das? So. So. Und? Ich glaube, du ahnst, wofür du den P-Switch brauchst, oder? Ja, das ahne ich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche den Schlüssel auch dafür. Also den Schlüssel werde ich noch brauchen. Weil, stimmt, du hast gesagt, es gibt ein Secret. Scheiße. Okay, das ganze Spiel nochmal. Ups, das war nicht gut. Na, das war auch nicht gut. So, das war schlecht. Na, komm schon! Und... Ich hätte echt vielleicht das Video anschauen sollen, kann das sein? Sagen wir mal so, da hättest du ich mache das mal in Anführungsstrichen, Spaß verdorben. Spaß. Dass man es so nennen kann. Ich meine, schau dir deinen Hack an. Das Einzige, was hier Farben hat, ist Mario. Ja, ist ja klar. Mario ist ja dreidimensional. Was? Naja, da soll ja mehr oder weniger noch eine Story rein, aber die wird auch erst am Ende eingebaut, wenn die Level fertig sind. Ach so, okay, safe. Und jetzt Sicherheits-safe, nicht, dass ich dann wieder das Ganze rewinden darf. So, verdammt. Ich muss sagen, es macht echt Spaß zuzugucken. Es macht aber auch Spaß, es zu spielen, weil es bisher noch nicht unfair. Es war noch nicht unfair. Es war bisher alles machbar. Noch ist es nicht Glitch-Abusing. Oh, jetzt habe ich... Da hätte ich ein Problem. Ja, okay, ich kenne nicht so viele Glitches, muss ich sagen. Es sind auch nicht allzu viele eingebaut. Aber da kann ich dir ja zur Not helfen, wenn du so weit spielst. Ja, ob ich heute spiele, nicht, aber ich denke mal... Ich habe jetzt schon Lust bekommen. Verdammt, ich habe den... Ach, scheiße. Ah, da kann ich... Okay, warte. Kriege ich ihn? Oh. Und? Okay, so jetzt. Dann muss ich wenigstens... Ups. Muss ich wenigstens den Dinger nicht neu laden. Ah, ups. So, zack. So, aber ich bekomme immerhin Übung. So. Das ist gut. Na. So. Dann möchte ich mal gerne auf die Frage von Jack Dennings zurückkommen. Tex, warum tust du dir sowas überhaupt an? Muss ich auf diese Frage antworten? Naja, Dennings hätte gerne eine Antwort, warum Leute sich sowas oder Kaizo Mario antun. Er versteht das ja nicht. Also, warum ich mir Kaizo Mario antue? Nein, Kaizo Mario ist jetzt... Ja, er hat auf Kaizo Mario bezogen, aber ich würde mal sagen, das ist es wesentlich besser zu formulieren. Warum tust du dir diesen Hack an? Das ist eine interessante Frage. Ich wüsste es auch gerne. Nee. Um es jetzt mal mit einer ernstzunehmenden Antwort abzuschließen, ich denke nie über meine Taten nach oder was ich
spiele oder so. Na, keine Ahnung, ich kann dazu jetzt keine ernstzunehmende Antwort abgeben. Ach, verdammt, das wird jetzt lustig. Aber ich möchte einfach meine Grenzen testen, sagen wir es mal so. Ich glaube, nein, ich habe es noch seltsam, nicht verraten. Seltsam, so habe ich es auch formuliert. Also gut, ich will dir einen kleinen Tipp geben, ne? Diese Passage vor dir ist 2 Blöcke hoch. Der minimalste Sprung, den du machen kannst, ist 3 Blöcke hoch. Ich weiß. Ich will demnach ja solltest du eventuell einen Block tiefer gehen, damit du nicht zu hoch springst. Nein. Sag mir einfach, brauche ich den Schlüssel oder nicht? Okay, auf den Satz, um von vorhin zurückzukommen. Ich habe diese Passage mit 2 Schlüsseln gespielt. 2 Schlüssel? Erinnerst du dich noch an die Röhre, wenn du mit dem Schlüssel zurückgehst? Dann ist noch ein Schlüssel da. Ach. Und dann kannst du schön stufenweise spielen. Und ja, du brauchst einen Schlüssel. Und so kannst du einen Schlüssel als Boden verwenden und einen Schlüssel kannst du mitnehmen. Aber du kannst natürlich auch mit einem Schlüssel das spielen. Du musst ihn halt als Boden und zum Mitnehmen machen. Ah, oh, toll. Dann darf ich mein Safe laden. Dann hast du nein, grad. Du kannst weiterspielen. Es ist möglich. Du musst ja, nee, aber ich komm jetzt. Oh, warte, ich hab eine Idee. Wir setzen es nicht. Ja, okay, dann geht's auch. Hahaha, ich glitch dein Hack. Okay. Nein, ich hätte noch einfacher gesagt. Geh einfach einen Block tiefer und mach einen Sprung und nimm ihn mit. Oh, jetzt kommt wäre auch wieder, einfach gegangen. Jetzt kommt schon wieder so ein Scheiß. Das ist leicht zu lösen. Aber hast du gerade was gesehen? Ich hab gerade irgendwas gesehen, aber ich weiß nicht genau was. Ja, dann bring dich mal kurz um und guck halt. Da freut sich wer. Oh, warte. Na, ich hasse diese kleinen Jumps. Aber sie sind... Warte. Und mit Schlüssel sind sie noch schwerer. Na. Kennst du das, wenn du dir an einem Tag so ein Anime-Opening anhörst und dann den ganzen Tag einen Ohrwurm davon hast? Welches hast du? Das willst du nicht wissen. Warum? Ich glaube, dann ist mein Ruf hier ruiniert. Obwohl, ich habe mir den Anime nie angeguckt, aber ich mag das Intro irgendwie. Ich habe mir schon so ziemlich alles angeschaut und ich werde demnächst auch ein Anime- und Manga-Channel eröffnen. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Wenn nicht, dann Secret Infos, wenn man hier das Video auch mal gescheit angucken würde. Das mache ich auch in Battle Kids. Die meisten haben schon abgeschaltet. Ja, deswegen. Sag mir, wäre ich an den Stacheln verreckt oder nicht? Nein, aber der Schalter wäre, der P-Switch wäre inaktiv geworden und du wärst in den Tod gefallen, weil jetzt eine Münze da ist. Ah, okay. Dann passt das. Gut. Ja, das ist okay, du hast den richtigen Exit gefunden. Nein. Ich spiele den Hack normal weiter. Kein Secret Exit. Wobei, interessieren. Und was ist, wenn ich dir sage, dass du durch den Secret Exit zu der Röhre gelangst und da der gelbe P-Switch ist? Ich werde erstmal gucken, was mir der gelbe P-Switch für... Na, warte, dann machen wir das... Oh, ich habe Pilze gesehen! Mann, bist du großzügig! Warte. Ja, das ist vorgesorgt, keine Angst. So. Jetzt habe ich schon mal auf einem anderen Level den Safe gesetzt. Dann mache ich es so. Das ist Vorsorge, das gibt's nicht. Dann muss ich noch... Ja, danke. Der eine fliegt ja weiter nach hinten. Ja, aber die Stelle ist eigentlich nicht schwer. So. Man muss... Das war gerade dumm. So, und... Zack. Weißt du, das ist eine Vorsorge gewesen. Ja, eine Vorsorge.